Willkommen zurück zu Eternal Legends. Ja, Freunde, das letzte Mal haben wir so ein ganz lustiges Minispielchen gemacht. Teils mit Erfolg, teils auch mit ein paar Fails, aber gut. Es war ja auch fies gemacht. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Wir können neue, tolle Bereiche in diesem wunderschönen Spiel entdecken. Wenn ihr so weit steigt. Wenn ihr so weit steigt ein. Okay. Seid ihr soweit? Ja, fahren wir ab. Eigentlich hätte ich noch mal shoppen gehen können, aber wir haben so wenig gekämpft, das lohnt sich nicht. Los geht's! Ruhe. Jetzt auf das Meer sehe ich nichts als mehr als Meer. Wasser. Ich liebe diese Augenblicke. Das klare, blaue Wasser, das Rauschen des Meeres, das Singen der Möwen. Ja, ein bisschen laut, finde ich, aber egal. Fehlt bei deiner Aufzählung nicht etwas? Und natürlich dich, Gustav. Soll ich mich gleich runterstürzen? Sieh mal, Rena. Wohin denn? Zu viel. Ich sehe schon. Er ist eifersüchtig, weil er dich sehr mag. Ja. Er wird ihm wohl keiner helfen können. Er ist ja ganz anständig, aber er will immer noch zu viel. Nicht mehr und nicht weniger als ich, denke ich mal. Was? Du willst auch Rena? Oh, hast du mich erschreckt. Tut mir leid, habe ich euch zugehört? Was habe ich euch zugehört? Das musst du wissen, ob du zugehört hast. Das tut mir richtig leid. Wisst ihr, ich habe eben mal mit einem Matrosen gesprochen. Er hat mir den Reisevorgang geschildert. Leider ist unser nächstes Ziel nicht Folesia, sondern Kostel Velk. Kostel Velk? Was wollen wir da? Mal ganz ruhig. Wir gehen jetzt alle unter Deck und ich erkläre es euch, okay? Ja, okay. Will, willst du den ganzen Tag an der Reling stehen? Oder ist dir schlecht? Was ist denn los? Los, komm! Wir gehen jetzt unter Deck und besprechen, wie es weitergeht. Oh, ey, diese Möwen gehen mir auf den Keks. Das ist ja ganz furchtbar. Oh, schauen wir uns erstmal um. Ei, ei, wart ihr schon beim Captain? Nein, noch nicht. Also oder weniger. Entschuldigt kurz. So, hatte gerade einen komischen Sound. Damit meine ich nicht die Möwen. Okay, weiter geht's. Ich bin wie das Meer. Die meiste Zeit ruhig und manchmal nicht zu bändigen. Leider nicht ganz so schön. Tja, irgendwas fehlt halt immer. Hol dir unter das Deck. Was stehe ich hier eigentlich überhaupt so unpassend rum? Meine Güte. Ja, ne? Aber mir egal, ich habe da hinten noch eine Tür gesehen. Darf ich da rein? Oh, hier schaukelt's ganz schön. Ich wünsche euch weiterhin eine angenehme Fahrt. Ja, danke. Mensch, da hatte ich ja vorher schon angemacht. Schön. Ja, ansonsten kann man hier nichts machen. Kann man hier schlafen? Nö. Hier geht ja gar nichts. Na gut. Wirkt gar nicht so. Also wenn diese Schaukel nicht wäre, würde ich jetzt echt denken, ich wäre in einem stinknormalen Haus. Aber gut. Dann gehen wir mal unter Deck. Du stehst ja schon wieder im Weg. So. Oh. Eine High Potion. Schön. Brauchen wir nicht unbedingt, aber hey. Morala sollte doch ein Gespräch in unserem gebuchten Zimmer führen. Oh, euer gebuchtes Zimmer. Er soll nicht wissen, wo euer gebuchtes Zimmer ist. Jetzt ist alles schön sauber.
Ich freue mich total darauf, alles wieder neu zu wischen. Mann, was habe ich für einen Job? Das hast du jetzt ironisch gemeint, oder? Oh. Andi-Dots. Feluzia, ich komme! Und dann wird erstmal ohne Ende eingekauft. Klingt nach einem Plan, aber wir fahren gar nicht, wir fahren gar nicht nach Feluzia. Ich stelle mir Feluzia so riesig vor. Man sagt ja immer, es sei die größte Stadt. Ja, aber wir gehen in irgendein Kostal-Gedöns. Bin mal gespannt, warum. Phönixfeder? So. Okay, dann gehen wir jetzt erst nochmal checken, ob die Zimmerchen gehen. Ah, das ist unser Zimmer, Mist. Sofort richtig gelatscht, das ist nicht gut. Wir werden jetzt gleich an Kostal Velk ankommen. Grund dafür ist, dass Feluzia nur einen ziemlich kleinen Hafen hat. Wie weit ist es von Kostal Velk bis nach Feluzia? Nicht weit. Und wie kommen wir denn nach... Und wie kommen wir nach Feluzia hin? Wir können mit einem Ruderboot von dort aus schnell nach Feluzia kommen. Kostal Velk. Gibt es dort vielleicht eine Elementarkugel? Elementkugel? Nein. Aber dort war einst die entscheidende Schlacht zwischen dem Helden und den Dämonen. Hört sich gar nicht mal uninteressant an. Wir sollten dort aber unsere Geschichte geheim halten. Es reicht schon, wenn der Senat von Feluzia Bescheid weiß. Das stimmt. Wir können froh sein, dass uns bisher niemand Schwierigkeiten gemacht hat wegen diesem Vorfall. Rena und ich gehen jetzt erst einmal wieder aufs Deck. Mach das. Ich werde nochmal versuchen, ob ich irgendwo Informationen bekommen kann. Okay, Leute, haut rein. Ich werde mich hier weiter umschauen und Kisten plündern. Ich bin ganz aufgeregt, endlich Feluzia mit eigenen Augen zu sehen. Ich habe gehört, sie soll dreimal so groß wie St. Mers sein. Ja, dann frage ich mich aber, warum der Hafen so klein ausgefallen ist. Nur damit wir nochmal Laufweg haben. Ist das nicht fantastisch? Naja, macht ja nichts. Ey, Kleiner, schau mich bitte nicht so an. Ich bekomme immer Depri-Phasen davon. Findest du nicht auch, dass solche Bärte immer mehr in Mode geraten? Okay. Wie du meinst. So, dann sind wir da. Gucken wir mal, was hier ist. Diesen Mist schleppen wir ständig mit. Er gibt uns Hoffnung. Ich würde sogar sagen, er ist unser Alles. Um es kurz zu machen. Wenn dir mal schlecht ist, oder du mal einen Stuhlgang verrichten willst, komm hier hin. Was? Okay. Da. Phil, musst du? Naja. Euer Mist, also. Da muss ich gerade ein bisschen an Fluch der Karibik denken. Egal. Ich stelle mir Feluzia so riesig vor, die habe ich doch schon gequasselt. So, was machst du hier? Diese Kisten enthalten unser Proviant. Die Waren sind im Salz haltbarer gemacht worden. Mach dir keine Sorgen, du wirst hier nicht verhungern. Ja, sieht gut aus. Aber Phil hat anscheinend keinen Hunger gerade. So, ein paar Betten. Hier geht's ja schon wieder da raus. Ach so, ja, stimmt. Hier habe ich... Okay. Somit haben wir alles gecheckt, würde ich sagen. Dann gehen wir mal speichern wieder aufs Deck, ne? Ja. Schauen wir mal. Ja, ich möchte regenerieren. Schöner Effekt. Und, ja, jetzt muss die Tusse erstmal speichern. Gut, jetzt ich. Ach, immer diese Speicherpumpe. So, jetzt aber wieder raus hier. Naja, den kennen wir schon. Phil, sieh nur. Wir sind da. Sieh nur, wir sind da. Ja, das ging ja schnell. Oh. Hübsch. Kostal Velk. Das sieht ja fast wie so ein richtiger Urlaubsort aus. Also so eine richtig schöne Insel. Wow! Oh, Einkaufsmöglichkeiten. Um den Berg zu besteigen. Großer Berg. Ich glaube, da haben wir einiges zu tun. Oh yeah. Das wird eine schöne Erkundung.
anscheinend auch mit wenig Gegnern, dann macht das erst richtig Spaß. Also diese Gegend gucke ich mir erstmal richtig an. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und dann können wir ja nochmal baden gehen. Ja, kosten wir hier ein paar Stunden die schöne Zeit aus. Wer weiß, ob wir sowas jemals wieder erleben. Stimmt schon. Phil, ich vertraue dir mal unser Gepäck alleine an. Wenn du meinst, es soll weitergehen, dann trommel uns einfach zusammen. Also viel Spaß. Was ist denn los, Phil? Der ist in letzter Zeit echt total geknickt, der Arme. Aber gut, vielleicht kriegt er sich auch mal wieder ein. Schauen wir uns in Ruhe hier um. Kaum zu glauben, ich habe einen riesen Absatz gemacht. Jetzt habe ich so viele Waffen verkauft, dass ich keinen Nachschub habe. Wenn ihr Waffen kaufen wollt, dann geht in die Stadt rein. Dort sollte noch nicht alles vergriffen sein. Oh, okay. Frisches Bier, nur hier. Okay, ich krieg anscheinend keins. Schade, ich hätte gedacht, man kann hier wirklich shoppen. Nur hier gibt's ja guten Fisch. Unser Dorf finanziert sich durch Export und Tourismus. Ich dachte es mir schon fast. So, und was hast du? Eigentlich wollte ich heute noch segeln, aber so wie es aussieht, werde ich heute dazu nicht mehr kommen. Warum? Sind die Windverhältnisse schlecht oder hast du keinen Bock oder? Das Schiff wird erstmal nicht zurückfahren. Gut, ich will auch noch nicht zurück. So, was sagt der? Ich hoffe, er kommt gut nach Velucia. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Erstmal hier ein bisschen Urlaub machen. Die Idylle genießen. So, aber hier ist ansonsten nichts mehr. Würde ich mal sagen, gehen wir zu den ersten Häusern. Habe ich mit der schon gequatscht? Ja, das ist die Fischfrau. Oh, Fischfrau, ne? Also wir haben auch eine Fischfrau, die kommt immer jeden Mittwoch. Hier in der Nähe. Und da gibt's so lecker Krabbenbrötchen. Oi, oh, die sind so gut. Egal. Okay, ich denke, wir sollten weiter. Nein! Jupp, ich bin fertig mit Einkaufen. Mir ist das sowieso zu teuer. Gib mir 2000 Gil und ich gebe dir den Schlüssel zu dieser Truhe. Ich sage dir, das, was sich dort drin befindet, wird dir noch von großem Nutzen sein. Du hast nicht genug Gil. Shit, Mann, ich will wissen, was da drin ist. Oh, ständig finde ich Zeug, was ich mir nicht leisten kann in dem Spiel. Das ist echt gemein. Toll. Ich bin noch nicht mal annähernd an den 2000. Oh Mann. Na gut, was hätte ich anders machen sollen, ne? Extra viel Gegner farmen, das macht keinen Spaß. So, hier geht's vielleicht raus, deswegen raus will ich ja noch lange nicht. Tja, gut, die Kiste kriege ich also schon mal nicht. Sei denn, ich bin irgendwann stinkreich und kann zurück. So, was haben wir hier oben? Hallo? Ich finde die Anordnung dieser Häuser sehr schön. Von dem Berg links von uns kann man sogar in Velucia reinschauen. Dieser Blick ist einfach göttlich. Oh, das will ich sehen. Aber erstmal hier rein. Das ist mein Haus und kein Ort für Touristen. Wenn ihr euch an irgendwas ergötzen wollt, tut dies, aber nicht in meinem Haus. Außerdem habe ich eine schwere Entscheidung zu treffen. Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Mein Mann und ich wollen bald heiraten. Wir werden dazu wahrscheinlich nach Triboli gehen. Dort gibt es wenigstens kirchliche Einrichtungen. Ich verstehe. Ja, das braucht ihr ja nicht, oder? Tschüss, ich gehe dann mal. Oh, okay. Dachte schon, ich darf nicht, weil ich das jetzt motze oder so. Aber nein, ich durfte raus. Und habe ich mit ihr schon gesprochen? Ja. Das ist die mit der Aussicht, ja. Aber mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Arena, dort bist du. Hab dich schon gesucht. So, Gruppe ist fast schon wieder komplett. Aber hier kann ich kaufen. Noch nicht auch was Sinnvolles. Das ist schon mal nicht besser. Das auch nicht. Das ist ja alles blödes Zeug. Das brauche ich alles nicht. Hallo? Gibt's ja auch was Gutes? Nö. Cool. Nur altes Zeug. Mega-Antidot kuriert alle. Also so ein Allheilmittel quasi. Das ist eigentlich gut, ne? Ich habe zum Beispiel... Ja, ich habe ja nur was gegen Gift. Die anderen Zustände, da habe ich ja gar nichts. Deswegen hole ich mir das... Ja, so oft kann ich es eh nicht holen. Ich hole es mal dreimal. Ich muss sparen. Vielleicht kann ich jetzt noch was verkaufen. Habe ich noch irgendwas?
Dieser Speicherpunkt, ne? Das war bisher der größte Fehlkauf. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre genialst, aber irgendwie sind sie ja sehr fair mit den Speicherpunkten bisher. Vielleicht gibt es ja später richtig große Dungeons. Hatten wir in letzter Zeit ja eh nicht mehr. Also abwarten. Wer Felucia mag, wird Costa Welk lieben. Meiner Meinung nach das Paradies überhaupt. Verschlossen. Ja, muss ich wirklich recht geben. Also, schön hier. Wirklich schön. So, kann ich hier eigentlich raus? Nee, gut. Dann gehen wir mal da rein. So, was gibt's denn hier Feines? Wollt ihr hier eine Nacht... Nee, ich bin ausgeschlafen. Und ich muss immer noch sparen. Darf ich trotzdem hier mal reingucken? Nee. Egal, lass es. So, noch höher. Der Brunnen. Tut sich nix. Tralalala! So, wer wohnt hier? Hallo, Mädchen. Seht euch schön um. Vielleicht findet ihr interessante Bücher, die euch gefallen. Mhm, vielleicht. Ich glaube aber eher nicht. Bücher, sagst du? Hier ist eine Weltkarte. Kann ich nicht mitnehmen. Okay, Treppen hoch. Wer bist du? Du siehst irgendwie wichtig aus. Ich hoffe, Reisende, ihr fühlt euch in Costa Welk wohl. Vielleicht so eine Art Bürgermeister, keine Ahnung. Ah, wollt ihr wieder los? Ich denke, wir sollten uns noch zusammen ein paar interessante historische Sachen zeigen lassen. Können wir machen. Ich werde euch noch ein wenig über das erzählen, was vor vielen Jahren geschah. Ich denke, es ist besser, wenn ihr an den Ort mitkommt, in dem sich das ereignete. Oh ja. Passt auf euch auf. Dieser Weg wird von ein paar Monstern bewacht. Gehen wir zum Gipfel des Notalas. Notalas oder Notal? Nee, Notalas. Dem höchsten Berg der ganzen Welt. Wow. Okay. Aber darf ich mich noch umgucken, bevor wir gehen? Geht's hier weiter? Tralala. Ah ja, okay, jetzt bin ich wieder hier. Ja, und hier wird's rausgehen. Folglicherweise waren wir überall. Und ja, ein bisschen gekämpft wird auch wieder. Schön. Ich werde jetzt aber erst noch speichern. Ja, geh mal speichern. Ich glaube, das war am Fuß von diesem Berg, oder? Hier. Ja. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, also nutzen wir sie auch. Kleiner Geschichtslehrgang, warum nicht? Könnte interessant werden, der Kampf mit dem Dämonen. Und vielleicht auch wichtig, wer weiß. Wir haben ja gerade so ein dämonisches Problem. So. Oh, hier sieht der echt schön aus. Ah, ihr seid böse. Okay, dachte ich mir schon fast. Dann mal gucken, was wir drauf haben. Endlich mal neue Gegner, keine Klubschis mehr. Strandmarken. Die sind ja ganz schön groß. Okay, ich würde sagen, hauen wir drauf und gucken, was sie aushalten. Kritisch. Ja, das geht ja gut los. Okay. Ja, wie immer, nicht wirklich eine Bedrohung. Sehr langsam gewohnt von dem Spiel. Mal wieder ist die Schlacht gewonnen. Oh, und ein Piepmatz. Kommt uns in die Quere. Oh, das sind ja eigentlich schon Harpien. Das würde ich eher als Harpien bezeichnen. Okay. Meinetwegen auch Greif. Schauen wir, was die. Die werden wahrscheinlich ein bisschen mehr aushalten, ne? Gleich ist hier Magie angebracht. Da macht man nicht so viel Schaden bei denen. Ja, geht aber noch. Ich muss mal neue Magien unbedingt kaufen. Ich habe schon so unglaublich lang die gleichen. Können die auch gar nicht mehr so stark sein. So, die Schlacht ist gewonnen. Und wir leveln. Oh. Irene hat irgendwas gelernt. Das schauen wir uns im nächsten Kampf an. Es kommen bestimmt noch ein paar. Also weiter. Okay, nächster Piepmatz. Boah, habt ihr mich so vermisst? So.
Na dann mal schauen. Rena, Mystic, was ist hier neu? Sonnenfinsternis, lässt der Blinden. Okay. Hurricane, Tornado, Flair, Flammentanz, tanzende Flammen. Teilweise kostet es gar keine MP. Das ist eigentlich cool, ne? Ich weiß gar nicht, was jetzt neu. Die Megasonne. Megasonne habe ich noch nie gehört. V-Wellen bringen sämtliche Gegner aus dem Takt. Doch komm, machen wir das einfach mal. Wir wissen, wie das aussieht. Okay. Geht daneben. Das ist auch nicht gut. Vielleicht wird es nur bei Menschen. Wenn wir überhaupt mal gegen Menschen kämpfen, so richtig. Wer weiß. Mal die zu Brei. Life is down. Okay. Haben sie nicht gemeint, wenn man über den Berg guckt, dann sieht man schon Philuzia? Schade, ich würde es gern sehen. Naja, egal. So, weiter geht's. Wir nehmen natürlich jeden Gegner mit, wie es sich gehört. Ah, die Strandmahnen, die gehen ja eh schnell. Das sind ja keine Bedrohungen hier für uns. Und ruf, machst du fertig. Also wenn ich so große Viecher sehen würde, ich würde einfach wegrennen. Sobald die ja eigentlich nicht feindlich gesinnt sind, aber gut. Oh, irgendeinen Heilzauber haben wir bekommen. Ich drücke da immer so schnell durch. Ich muss mir das echt mal abgewöhnen. Aber schön. Freut mich, ein Heilzauber. Werden wir mal sehen, ob ich den überhaupt irgendwann mal einsetzen muss, weil... Boah. Vielleicht beim nächsten Boss. Wer weiß, vielleicht wird uns das Spiel in der Hinsicht noch überraschen. Warten wir es ab. Wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich loslassen muss. Ansonsten ist das echt ein wunderschön gemachtes Spiel. Es kommt meiner Meinung nach zwar nicht an ein Unterwegs in Düsterburg ran. Das ist, was RPG Makers angeht, ist das mein absoluter Favorit. Auch von der Machart her, von der Erzählung, von der Abwechslung, das ist Wahnsinn. Also, Unterwegs in Düsterburg grenzt für mich persönlich schon fast an Perfektion. Das finde ich auch besser wie Vampire's Dawn, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weiter kämpfen. Naja, ich hab's ja erst vorhin gesagt, wir haben schon lange nicht mehr in einem Dungeon so rumgebattelt. Von daher ist es ja jetzt mal wieder an der Zeit, wie verrückt die eine Taste zu drücken. Da wünscht man sich fast eine Turbo-Taste. Aber nur fast. Wenn sie mich wenigstens mal in den zweistelligen Bereich irgendwie bringen würden. Ach, das ist einfach ein bisschen zu einfach. Die hätten vielleicht auch mehr mit Zustande arbeiten sollen. Ich weiß, noch einmal war es ein bisschen gefährlich, als da einer diesen Zustand gemacht hat. Aber die machen ja sowas nie. Die sogar manchmal greifen sie auch nicht an. Dann verteidigen die bloß wie blöd. Als ob das was bringen würde. Außer, dass mir die Zeit geraubt wird. Naja. Das macht alles nichts. Ich mag die Story von dem Spiel. Und die Dialoge. Auch wenn ich so manchmal das Gefühl habe, dass 90% der Bevölkerung in Eternal Legions ein bisschen, weiß nicht, entweder haben sie ein Alkoholproblem oder es ist ein Geistesgestört. Kommt mir manchmal so vor. Aber das macht es irgendwie auch sympathisch. Mir gefällt es. So. Eine Kiste. 100 Gil. Ja, wie wär's mit 1500 oder so, damit ich mir mal was Tolles leisten kann. Okay, das sind wir. Dies ist die Stelle, an dem der heilige Kampf zwischen den Dämonen und den Menschen stattfand. Hier ließen etliche Menschen ihre Leben, bevor es einem mutigen Kämpfer gelang, den Dämonen mit Hilfe des Siegels zu verbannen. Dieser sagenumwobene namenlose Held war es letztendlich, der der Menschheit den Sieg im zweiten Dämonenkrieg brachte. Der zweite Dämonenkrieg?
Ich habe auch mal davon gehört, manchmal nennt man den Krieg gegen Treya so, aber bislang konnte mir niemand sagen, wieso. Ich würde mal sagen, weil es den ersten gab. Nun, ich bin mir selbst nicht ganz sicher, aber es gibt eine uralte und heutzutage kaum noch bekannte Legende. Ich habe das meiste leider auch vergessen, aber ich erzähle euch mal, was ich noch weiß. Hui. Vor sehr, sehr langer Zeit soll es ein goldenes Zeitalter gegeben haben. Die Menschen hatten eine Hochkultur und besaßen angeblich Fähigkeiten, die an die Götter heranreichten. In dieser Zeit soll es drei gewaltige Reiche gegeben haben, jedes vom anderen getrennt durch den Horizont und jedes seine eigene Welt. Die Reiche waren Inktus, Arktus und Valvar. Doch dann kamen die Dämonen und brachten das Chaos. Woher sie so plötzlich gekommen waren, wusste niemand, doch es hieß, die Dämonen seien Wesen aus einer anderen Welt. Einer Welt, die keiner der drei Reiche entsprach. Der Kampf war fast aussichtslos. Zu stark waren die Dämonen, zu zahlreich ihre Anhängerschaft. Die Menschen kämpften lange Zeit gegen die Dämonen und verloren zwei ihrer Reiche im Krieg. Inktus und Valvar. Doch, in einer hart umkämpften Schlacht konnte man sich Inktus zurückerkämpfen. Ob und wie man den Kampf letztendlich gewann, wird in den Legenden nicht erwähnt. Einige sagen, die Dämonen hätten sich nach Valvar zurückgezogen. Andere wiederum meinen, der Krieg hätte nie geendet. Wie dem auch sei, es ist nur eine Legende. Unsere Welt heißt zwar Inktus, doch sollte es die beiden anderen Reiche wirklich jemals gegeben haben, dann können wir eh nicht mehr dorthin gelangen. Denn die Fähigkeit, hinter dem Horizont zu reisen, hätten wir schon vor langer Zeit verloren. Was mit den Artefakten? Artefakte? Ja, das ist ein gutes Argument. In vielen Ruinen dieser Welt liegen mysteriöse Artefakte unbekannter Herkunft. Es gab einige Forscher, die meinen, diese Artefakte seien ein Beleg für die einstige Existenz der damaligen Hochkultur. Aber es ist uns schon geglückt, ein Flugschiff zu bergen. Wenn ihr Felucia lebend verlassen wollt, dann lasst mich ein Wort mit König Sanchez reden. Ihr würdet höchstens die Todesstrafe verpasst kriegen. Was? Und so wie ich den Hohen Rat kenne, wird er euch auch gar nicht zum König lassen. Na super. Na klasse. Und einen Bürgermeister von irgendeiner kleinen Insel schon, oder wie darf ich das verstehen? Nein, so ist es nicht. Ich denke, nur ein Gespräch unter Brüdern dürfte kein Problem sein. Ach so. Brüder? Wie es in Königsfamilien immer ist, wird der Älteste zum König ernannt. Und mir, als etwas jüngerem Sohn, vermachte man diese Gegend. Dann sind Sie also weit mehr als ein Bürgermeister. In der Tat. Ich bin ranglich gesehen ein Prinz. Oh. Und wie lautet euer Plan? Ich werde den Vorfall zu euren Gunsten melden. Felucia soll euch mit allen Mitteln unterstützen. Hab vielen Dank, Prinz. Howard Sanchez. Ich werde mit zweien von euch nach Felucia segeln. Ich kann keine ganze Gruppe mitnehmen, das wäre zu viel des Guten. Ich bleib freiwillig hier, ist es so schön warm, das war so klar. Hey, du hast nur Angst, dort dein blaues Wunder zu erleben, Gus. Ich bleib bei Gussi. Na super. Ich bin nicht hergekommen, um jetzt Urlaub zu nehmen. Ich werde mitkommen. Wenn ich noch mit Rena alleine hier bleiben könnte, Menno. Oh, keinen Mumierleuts? Ich versichere euch, es wird nichts passieren. Okay, ich komme auch mit. Ich werde in meinem Haus auf euch warten. Ihr solltet euch noch Proviant besorgen. Ja, wenn ich es mir leisten könnte. So ein Witzbold. Aber gut, ich würde sagen, werte Freunde, das war ein sehr informativer und entspannender Part. Und mal gucken, wie es weitergeht. Das nächste Mal bei Let's Play Eternal Legends.